Rund 100.000 Angestellte und Vertreterinnen und Vertreter von Gewerkschaften demonstrierten am 29. September 2010 im Brüsseler EU-Viertel gegen das Europa der Sparpläne und der Prekarität. Die Linke im Europäischen Parlament war mit dabei. Es war toll, eindrucksvoll und es lässt Hoffnung aufkeimen, dass sich jetzt endlich Widerstand in Europa regt gegen diese Sparpolitik, die zulasten der Menschen in diesen europäischen Ländern gehen soll. Die Reichen werden nicht zur Kasse gebeten, dafür treten wir als Linke an. Wir wollen soziale Mindeststandards, wir wollen eine vernünftige Beschäftigungspolitik mit einer Beschäftigung, wo die Menschen eigenständig armutsfest leben können. Für das alles steht diese Demonstration. Sie ist der Auftakt jetzt für einen heißen Herbst, der in anderen Ländern schon begonnen hat. Ich hoffe, dass wir in Deutschland entsprechend nachsetzen und bei den großen Demonstrationen am 13. November noch drauflegen können, um den Regierenden zu zeigen, wir lassen das nicht mehr mit uns machen. Oh, das war ganz toll. Also es waren Massen von Menschen da, die sich dagegen wehren, dass sie für die Krise bezahlen müssen. Von französischen Grenzbeamtinnen und Beamten bis hin zu rumänischen Polizeioffizieren und die Grubenwehr aus Deutschland von der IGBCE war da. Also und alle, die sich gegen die Auswirkungen der Krise auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wehren wollen. Und ich denke, dass das ein ganz toller Auftakt war, auch für die Aktionswochen in den Ländern. Und heute hatten wir schon Streiks in Spanien und Griechenland stattgefunden. Und das Motto heißt, die Banken sollen für die Krise zahlen und nicht die Menschen. Heute demonstrieren zum Glück sehr viele Menschen in Brüssel. Ich finde es auch richtig, dass man gegen die Austeritätspolitik und gegen die schwer zu ertragenden sozialen Kürzungen auf die Straße geht. Da gehören linke Abgeordnete dazu, denn wir sind Teil einer Protestbewegung und deshalb sage ich, im Parlament und außerhalb des Parlaments ist GUE-NGL bei sozialen Protesten immer zur Stelle. Wir reden mit den Leuten, wir erfahren viel, wir gehören dazu. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir zeigen, dass wir auch im Parlament die außerparlamentarischen Bewegungen unterstützen und dass wir für diesen sogenannten heißen Herbst mit mobilisieren. Wichtig ist, dass man Kraft schöpft. Und Kraft schöpft man für soziale Kämpfe niemals im stillen Kämmerlein allein für sich, sondern immer gemeinsam. Und es ist grandios, dass aus vielen Ländern unheimlich viele Menschen hierher gekommen sind, verschiedene Sprachen sprechen, aber wir wollen ein und dasselbe. Und etwas Besseres gibt es einfach nicht.